herzlich willkommen, Freya Hoffmeister. Ja, Sie sind die erste World Paddle Awards Sportsfrau des Jahres. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben heute den World Paddle Award bekommen. Hat Sie das sehr stolz gemacht und vor allen Dingen diesen Preis in Deutschland, in Augsburg zu bekommen, in der Heimat? Selbstverständlich hat mich das unheimlich stolz gemacht und ganz besonders deswegen, weil ich endlich mal als Sportlerin anerkannt werde mit meiner Leistung und die meisten Medien berichten über mich immer in der Abenteuerseite, auf der Weltseite, wie auch immer, und jetzt bin ich endlich mal unter Sportlern und so sehe ich mich auch schwerpunktsmäßig, aber natürlich mit einem gewissen Touch des Abenteuers. Nur vor der Haustür paddeln 5 Kilometer, das bringt mir nicht so ganz viel Spaß, aber in diesem Fall ist es eine große Ehre, im gleichen Level mit den Weltmeistern, Olympiasiegern, ja, sich mit denen messen zu dürfen in gewisser Weise, wobei jede Dame oder jeder Herr den Preis hier einzeln verdient hätte. Aber jetzt mal unabhängig davon, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, was genau machen Sie im Paddelsport? Ich paddel um Inseln rum und die werden dann immer größer und irgendwann sind es ausgewachsene Kontinente. Erst Island, dann Neuseeland Süd und dann Australien und nun haben wir gerade vor einer Woche Südamerika erfolgreich umrundet und das war dann ein wunderbar passender Abschluss jetzt mit diesem Tüpfelchen auf dem i, den Sahnehäubchen, noch den World Paddle Award zu gewinnen und vielen Dank fürs perfekte Timing. Sie sagen das so ganz locker, ich paddel um Inseln und dann sind es aber riesengroße Inseln. Na ja, Gott. Ist es nicht auch gefährlich? Also ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen. Man sitzt in seinem Boot und paddelt um eine Insel. Ja, na gut, die Insel ist nicht umgeben von einem Ententeich, überhaupt nicht. Sicherlich stellenweise schon, aber überwiegend muss man doch schon mit der einen oder anderen Welle kämpfen und die, wenn sie bricht besonders, ist nicht ganz so freundlich und an der Küste kracht es schon ganz schön und viele fragen, wie weit paddelst du weg von der Küste? Ich sage, die Küste ist nicht Sicherheit, absolut nicht. Dort brechen die Wellen, da sind Felsen und der sichere Hafen oder die ruhige Küste ist nicht so häufig. Und man muss halt sehen, wo man bleibt abends und manchmal muss man auch weiter paddeln und findet keinen Platz zum Schlafen, sondern muss über Nacht paddeln. Jetzt waren Sie kürzlich erst unterwegs oder wann war die letzte Umrundung einer Insel? Na gut, ich bin ja gerade vor einer Woche rund um Südamerika fertig geworden und okay. Das ist ein hervorragendes Timing, sagte ich schon. Das ist grade... Haben Sie es noch geschafft? Sind Sie schneller gepaddelt? Ich war die erste rund um Südamerika, also ich hatte mich keinem messen müssen in der Geschwindigkeit und ich habe erstmal Maßstäbe gesetzt und die darf dann gerne einer wiederholen und ich muss gestehen, ich glaube nicht, dass es jemals einer nochmal macht, aber bitteschön. Gibt es eigentlich bei all diesen... Expeditionen, sage ich mal, die Sie gemacht haben, diesen sportlichen Expeditionen, irgendetwas, an das Sie sich ganz besonders zurückerinnern? Ja, diese Frage ist unheimlich schwer zu beantworten, würde ich sagen, weil der gesamte Zeitspanne ist so extrem lang und groß und man kann eigentlich nicht sagen, das ist nun ganz besonders toll oder ganz besonders schlecht oder ganz besonders gefährlich oder wunderschön gewesen. Jeder Tag brachte seine Eigenheiten und sicherlich habe ich einige herausragende negative Erlebnisse zu verarbeiten und bin froh, dass ich dann eben dort auch mit heiler Haut wieder hinausgekommen bin, aber die Schönheit der gesamten südamerikanischen Küste ist absolut nicht super und man weiß gar nicht genau mehr, wo man hinschauen soll nachher, wenn man also jeden Tag vor sich hin paddelt. Es gibt auch langweilige Strecken, wo nur Strand, Strand, Strand und es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Das soll also auch, war ständig in meinem Kopf dieses nette Lied von Santiano und es passt also wie angegossen für meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Wie ist es eigentlich, wenn Sie sagen, man ist dann am Ende schon ein bisschen auch froh, dass man wieder heil zurückkommt, aber hat man dann relativ schnell wieder was vor Augen, wo man sagt, das mache ich jetzt als nächstes? Gibt es da noch Ziele? Besonders nach Australien war ich mit dem einzigen Kontinent, wo ich die zweite war, die es überhaupt gemacht hatte und auch noch die schnellste, war ich nicht ganz zufrieden. Da dachte ich mir schon in den letzten Wochen, was machst du denn nun? Und ja, und dann irgendwie kam ich darauf, der nächst kleinere Kontinent war Südamerika und das hatte ich mir schon die letzten Australienwochen überlegt, das gehst du dann irgendwann an und zwischendrin habe ich auch wieder Vorträge gehalten, wie ich jetzt auch tun werde, weltweit. Zum Glück bin ich gefragt als Vortragende für Dia-Shows und bringt mir Spaß. Du kannst auch in englischer Sprache flüssig vortragen und das ist dann eine Abwechslung und man kann die Erlebnisse weitertragen und die Paddler in allen Welt inspirieren, auch über seine Grenzen oder ihre Grenzen hinweg zu gehen. Und das ist eigentlich nett, wenn man so ein bisschen so eine Leitfigur spielen darf. Und ne, einer muss ja den Job tun. Ja, also ich bin ganz fasziniert. Ich muss gestehen, dankenswerterweise durch das Interview werde ich jetzt konfrontiert mit Ihrer Sportart. Und ja, ich finde es irre. Aber was würden Sie jungen Mädchen an Tipp mitgeben, die auch auf die Idee kommen, was Ähnliches zu machen wie Sie? Kann man das überhaupt schon, es gibt ja oft auch junge Mädchen, die Welt umsegeln, das ist ein bisschen wie was anderes, aber gibt es da so ein Alter, eine Altersgrenze, wo Sie sagen, ab da sollte man erst beginnen oder wie? Ich denke nicht, also ich meine, das hängt davon ab, wie die Eltern das sehen, aber
man kann sich immer Ziele setzen in jedem Alter und das kann auch bis in die höheren Altersstufen hochgehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich mit 80 noch im Bootmarkt gelegentlich sitze, nur nicht jeden Tag, aber warum nicht? Die Ziele, die man sich setzt, sollte man vielleicht immer mal wieder ein bisschen ausdehnen, dass man seinen persönlichen Horizont auch entsprechend erweitert. Und kleine Erfolgserlebnisse für einen selber sind im Zweifelsfall große Meilensteine und für jemand anders sind es halt eben Kontinente. Und dann aber irgendwann sind die Kontinente ja dann aus. Na gut, um die Welt rumpaddeln, da sind doch zu viele Gewässerstrecken, die man dann eigentlich nicht in einem normalen Kajak überwinden kann dazwischen. Und diese kleinen Wohnmobile, die dann übers Wasser gepaddelt werden mit einer richtigen Schlafkabine, das ist nicht so ganz mein Metier. Aber ich lande lieber abends und morgens meistens durch gefährlichere Brandungen an und schlafe halt im Busch irgendwo an schönen, einsamen Naturstränden und ab und zu mal in der Stadt, wenn ich wieder einkaufen muss und mich ein bisschen erholen muss von der anstrengenden Paddelei, mal eine richtige Dusche, ein richtiges Bett und ein paar Freunde und nicht nur. Gab es da auch mal gefährliche Situationen, wenn Sie das so, wie Sie es gerade beschreiben, es klingt das ja abenteuerlich, dann halt anlegen und dann schlafen. Rund Australien waren nun die vierbeinigen oder schwimmenden Objekte eher gefährlich, sprich die Krokodile, die Haie, die giftigen Seeschlangen und Quallen. Das Problem, dass man eigentlich gar nicht ins Wasser springen mochte. Rund um Südamerika waren die Haie sehr zurückhaltend zum Glück, aber dafür die Zweibeiner manchmal etwas aufdringlicher. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass die sogenannten bösen Buben dann von meinen Leistungen doch halbwegs beeindruckt waren, dass sie mich dann im Endeffekt doch in Ruhe ließen und ein bisschen gelächelt weiblich und das passte schon dann irgendwie zum Glück. Umso schöner, dass Sie heute Abend hier sind und herzlichen Glückwunsch nochmal zu Ihrem Award und dass Sie diesen World Paddle Award für Ihre sportliche Leistung bekommen haben. Gratulation, danke, Frau Hofmeister. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich gewinnen durfte. An alle, die mich gewählt haben, die Akademie und natürlich meine gesamten Fans auf Facebook, worum es in diesem Falle geht. Vielen Dank. Dankeschön.